Ricardo, angesichts der Tatsache, dass ihr das Siegtor die ganze Zeit auf dem Fuß hattet ja, das ein großartiges Spiel zum Ende hin von euch war, ist es sicherlich bitter, dass es heute bei nur einem Punkt geblieben ist? Ja, auf jeden Fall. Also ein Heimspiel heißt für uns, wir wollen die 3 Punkte hier behalten. Ja, der Gegner hat es uns heute schwer getan. Sie standen mit einer Fünferkette defensiv da und wollten eigentlich nur das Unentschieden haben. Ja, wir sind schwer ins Spiel gekommen. Die erste Halbzeit, da hatten wir kaum Torchancen, kaum Aktion nach vorne. Aber ja, gegen so einen Gegner muss man einfach geduldig bleiben. Und zum Schluss hatten wir eigentlich auch das 1-0, 2-0 und 3-0 auf dem Fuß. Aber der Keeper vom Gegner hat gut gehalten. Ja, jetzt Mund abwischen und hoffen, dass wir dann jetzt am Samstag im nächsten Heimspiel dann die 3 Punkte hier behalten. Es schien ja doch dann in der zweiten, dass ihr in der zweiten Halbzeit ein Mittel gefunden habt gegen die Verteidigung des Gegners. Was war es denn? Ja, ich denke, umso länger es auch gegangen ist, der Gegner ist müde geworden. Wir haben sie auch in der ersten Halbzeit gut bewegt. Sie mussten viele Wege gehen. Da haben auch die Kräfte dann nachgelassen beim Gegner, sodass wir dann auch mehr Räume hatten. Haben es eigentlich auch dann ganz gut gespielt, aber wie gesagt, der Tormann hat dann 2, 3 gute rausgeholt und somit ist es beim Unentschieden geblieben. Ich weiß jetzt gar nicht, die wievielte englische Woche das jetzt für den Spielberg ist. Das müsste so langsam auf das halbe Dutzend zu gehen. Hat mich gewundert, dass bei euch die Kräfte nicht nachgelassen haben. Das weiß ich gar nicht. Ich bin ja neu hier. Ich weiß nicht, wie viele englische Wochen jetzt Spielberg hatte in den letzten Wochen. Ja, wir haben einen großen Kader. Klar sind jetzt einige verletzt, aber dadurch kommen auch natürlich dann andere zum Zug und die wollen es auch zeigen und die Kräfte waren da eigentlich heute, also an dem lag es nicht. Von dem her, ja, Kompliment an die Mannschaft und wie gesagt, nächsten Samstag müssen wir dann die 3 Punkte dann holen. Du bist ja jetzt ziemlich blitzartig gewechselt, hast es ja gerade angesprochen. Kannst du dazu sagen, wie der Wechsel sich vollzogen hat? Ja, ich war ja in Oberaachen unter Vertrag und ja, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Ich komme ja aus der Pforzheimer Ecke, habe auch vor, irgendwann demnächst auch wieder in die Pforzheimer Ecke zu ziehen. Ich wohne momentan noch in Karlsruhe und es hat sich halt ergeben mit Spielberg, durch das, dass sie auch ein paar Verletzte haben sie noch Bedarf gehabt. Ich habe mich dann bei Spielberg gemeldet, durch das, dass ich unzufrieden war in Oberaachen und dann haben wir uns mit Oberaachen geeinigt und ja, bin seit Montag hier und habe heute 2 Tage später das erste Spiel gemacht. Womit warst du unzufrieden und was kann dir Spielberg bieten, was Oberaachen nicht bieten kann? Boah, darüber möchte ich gar nicht sprechen. Ja. Okay, was Spielberg bieten kann? Ja, hier in Spielberg kenne ich ganz viele Ex-Kameraden, auch aus der Jugend noch. Also ich komme ja aus der Ecke, von dem her kennt man viele. Bin mit einigen auch so in Kontakt und ich fühle mich hier wohl. Ich habe hier auch schon mal in der Vorbereitungsphase mittrainieren dürfen und habe mich auch damals schon wohl gefühlt. Und von dem her hoffe ich, dass es jetzt funktioniert und dass wir einen guten Weg miteinander gehen. Jetzt geht es ja beim nächsten Spiel am Samstag gegen deinen Ex-Verein. Ja. Für dich eine besondere Sache sicherlich. Was wird das für ein Spiel? Ja, natürlich. Dass jetzt genau an dem Wochenende Oberaachen kommt, das war nicht geplant. Natürlich ist es komisch für mich, weil ich bin da seit Montag bin ich hier. Davor war ich in Oberaachen. Aber ja, ganz egal, wer jetzt am Samstag kommt. Also für uns heißt es, die 3 Punkte müssen jetzt geholt werden. Wir haben jetzt 6 Punkte. Das ist natürlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber die Saison ist noch lang und von dem her müssen wir Gas geben und Spiel für Spiel die 3 Punkte zumindest im Visier nehmen.